Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von MotoFuzzi. Heute sind wir, wie gesagt, hier mal nicht auf dem Motorrad, sondern wir sind zu Fuß unterwegs und wollen uns ein Restaurant hier anschauen, und zwar ein deutsches Restaurant in Fuentirola, was hier am Wasser liegt, und das heißt Kudamm. Und ja, da wollte ich mal sehen, ob es da vernünftige Schnitzel, ob es was Vernünftiges Deutsches zu essen gibt oder nicht, oder ob das, wie authentisch das ist. Aber auf jeden Fall heißt das Restaurant Kudamm Berlin. Ja, und ich bin hier heute nicht alleine, sondern bin mit meinem deutschen Freund hier, dem Michael, aus Münster. Und da wollten wir uns halt mal das Restaurant hier anschauen, und ich frage ihn gleich mal, was er sich Schönes hier, ob er irgendwas sich schon ausgesucht hat zum Essen. Mal schauen, was er dazu sagt. Michael, was willst du Schönes essen heute? Ich spreche ja den Hauses. Ich bin ein riesen Fleischexperte mit Salat, Bratenskopfen. Okay. Fleisch, das, Schritten, ja, das klingt. Speisen, Schrimpscocktail. Das möchtest du auch essen, ja? Ja. Okay. Und als Nachtisch, was möchtest du da essen? Also ein Hähnchen. Ah ja, Hähnchenschnitzel, oder? Ja, Hähnchenschnitzel klingt gut als Nachtisch. Nudeln, Preuße, ja. Sekunde Michelander. Butter, Bratengullen, Salat. Ja, Bratengullen, ja. Es ist aber krass, in meinen Lederhosen. Ja, ist auch interessant. Frontenhinsen. Ja. Ja, genau. Ja, also jetzt habt ihr gehört, was mein Freund Michael hier aus Münster alles essen möchte. Das klingt sehr interessant. Und dann gehen wir doch vielleicht mal rein und schauen uns das dann mal von innen an. Hier ist das Deutsche auf dieser Seite. Ja. Ah, oh, Schweinehund-Schnitzel. Schweinehundschnitzel, ja. Das ist auch lecker, das Schweinehundschnitzel. Ja, wir sind hier jetzt, wir sitzen jetzt hier wunderschön am Wasser. Und ich habe hier meinen Freund Michael gefragt, ja, wie er das dann findet. Michael, wie findest du denn das hier? Ich liebe die Aussicht. Ja, ja. Das ist schon schön hier. Genau, das denke ich auch, ja. Ja, was hast du gesagt? Jetzt habe ich es nicht ganz verstanden. Ja? Ja. Ah ja. Ja, das sage ich auch immer, stimmt, ja. Ja, okay. Ja, jetzt aber aufpassen, hier sind auch Kinder, die das schauen, ja. Ja. Nee, das finde ich, ja. So, Michael, bist du mit deiner Vorspeise zufrieden? Fantastisch, ja. Die Krabben sind so. Ja, die Krabben schmecken gut, ne? Ja, ach, hinten ist schon da. Hinten besonders schmeckt die gut, genau, ja. So, das Essen ist eingetroffen. Ja, was denkst du? Ja. Und hier ist mein kleines Schnitzel. Mit einer Hand daneben halten, um zu sehen, wie groß es ist. Okay, dann wollen wir jetzt essen, oder? Ja. Wir sind jetzt fertig mit dem ersten Gang, nein, mit dem zweiten Gang. Michael hat ja das Drei-Gänge-Menü, also er kriegt ja noch einen Gang. Und
Und ich bekomme leider keinen Gang mehr. Naja, ich könnte mir natürlich noch was bestellen von der reichhaltigen Speisekarte. Mein Schweineschnitzel war sehr, sehr groß, ungefähr 3 Hektar. Und jetzt wollen wir doch nochmal den guten alten Michael fragen, wie er das fand, sein italienisches Schnitzel oder was das war. Ja. Schweineschnitzel war gut, ja. War gut, ich weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht, Strudelsachen. Oh, Strudel, vielleicht gibt es Strudel als Nachtisch, wer weiß. Weißen Stadtensee, ja, ja. Da draußen hießen wir. Ja, da, mal sehen, vielleicht als Nachtisch, wollen wir mal sehen, ne? Das ist ein scheißender alte. Oh, it looks so beautiful. Sehr schön, ha? Huh? Oh ja, ich habe die ganze Zeit Englisch geredet, ne? Wir sollten doch Deutsch reden. Ein Kaffee, ein, weiß ich gar nicht, wie das heißt hier. Und eine rote Grütze. So, wir sind jetzt fertig mit dem Essen und wir fragen nochmal Michael hier aus Münster. Morgen fliegt er ja nach Münster zurück, wie er das Essen fand hier in dem deutschen Restaurant. Ich weiß nicht, ich muss da. Ich fühle es nicht, ich darf nicht nach. Schweinehandel und Schnitzel nach. Das habe ich auch gedacht. Also das war wirklich sehr schönes Essen, gutes Essen und zu guten Preisen, genau. Achtung, Himmel. Das ist das, was auch Michael meint. Das ist genau das, was Michael meint. Dass das ja ein fantastisches Essen war. Das Schnitzel war ja 3 Quadratkilometer groß. Und das war eigentlich alles, was ich euch heute sagen wollte, hier beim Moto Fuzzi auf dem Kanal. Und beim nächsten Mal geht es sicherlich wieder aufs Motorrad. Aber heute waren wir im Restaurant. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Das ist euer Moto Fuzzi. Ciao, ciao.